Es geht heute um alles für Galatasaray Istanbul. Wenn sie es schaffen, heute das Spiel zu gewinnen, dann sind sie safe in der K.O.-Phase der UEFA Champions League. Das erste Mal seit Jahren mal wieder. Come on, Ultraslan! Ich muss ehrlich sagen, im Laufe der Jahre bin ich schon so ein kleiner Gala-Fanboy geworden, Freunde. Was für unglaublich heftige Fans die haben. Die Szenen, die damals passiert sind, wo Gala gegen Barca gespielt hat, wo ich rein beim Tor nach unten geschubst wurde. Aber ja, das ist eben der Vibe. Das ist diese absolute Ekstase. Und ich würde es den Fans gönnen, wenn sie es schaffen. Gestern Abend bin ich auch schon gelandet. Das ist das erste Mal für mich in Dänemark. Genauer gesagt in Kopenhagen. Und schaut mal, wie süß hier diese Häuser hier auch schon aussehen. Und ich gebe euch jetzt direkt eine Hoteltour. Ihr seht auch schon, wie grün es hier ist beim Eingang. Das ist nämlich richtig besonders. Ah, ich mag das, Digga, wenn diese Wände so alles mit grün ist, ne? Mont hat sowas auch zu Hause bei sich. Das ist jetzt quasi die Rezeptions-Area, Leute. Und jetzt kommt das erste Highlight. So sehen nämlich die Aufzüge hier aus, Digga. Als ob man in so einen Tresor einsteigt. Jetzt muss ich dir die Tür aufmachen. Boom. Und dann ist hier drin so Fell, Digga. Keine Ahnung. Ob das echt ist oder nicht. Gestern Abend war ich auch schon hier in dem Jungle Gym. Das zeige ich euch auch nachher. Und jetzt aufgepasst, Ladies and Gentlemen. Jetzt muss ich hier erstmal dieses Ding hier nach vorne drücken. Schau mal, da ist auch die 5. Etage mit so... Oh, Alter, ich stolper hier schon wieder, Digga. Das ist mir gestern schon 4-mal oder so passiert, ungelogen. Ja, auch alles so grün. Oh, Digga, das ist, glaube ich, auch echtes Moos oder so. Keine Ahnung. Und jetzt wirklich aufgepasst. Guckt euch das gleich mal an. Oh, Junge, ist das ein Traum hier. Guck mal, da unten sieht man direkt den Pool in der 2. Ebene. Da habe ich auch schon gestern Abend gechillt. Boah, richtig wild. Die Lampen haben hier auch noch so eine Fischform. Und hier hängen auch noch solche Käfige, wo so kleine Wellen sind, die als Attrappen drin hängen. Und jetzt zeige ich euch gleich mal mein Zimmer, Leute. Das Zimmer ist echt großzügig gestaltet, Leute. Hier am Anfang beginnt sofort so eine kleine Bar-Area. Da habe ich mir gestern Abend auch schon Kräutertee gemacht. Und als ich mir dann Wasser nehmen wollte hier, merke ich, Digga, die Flasche ist leer. Ich lese den Text durch. Und anscheinend ist in Kopenhagen eines der saubersten Leitungswässer auf der ganzen Welt, Digga. Und das hat bessere Qualität als jedes Wasser, was man sich so im Supermarkt kaufen kann. Und ich muss sagen, bis jetzt schmeckt es wirklich 1A-Digga. 10%. Und hier habe ich meine Jacke aufgehangen, weil hier ist es wirklich extrem kalt und es ist irgendwie schon ab 15 Uhr auch schon stockdüster hier. Aber ist ja auch kein Wunder. Ich meine, wir sind im Norden in Skandinavien. Da geht, glaube ich, die Sonne auch ein bisschen früher down. Hier haben wir noch so ein kleines Mini-Wohnzimmer mit dem ersten Fernseher. Da noch Musikboxen. Finde ich auch voll gemütlich hier mit diesem coolen Teppich, Digga. Als Kind bin ich mit solchen Teppichen aufgewachsen, weil meine Mama, meine Oma und so alle verrückt nach diesem Muster. Dann ist hier der erste Durchgang zum Bett oder man geht einfach da lang. Und Aussicht, ja, da unten habe ich halt gerade eben die Begrüßung aufgenommen auf die Hauptstraße. Was ist denn das eigentlich, Digga? Das sieht aus wie so ein Knochen, Alter. Als ob das so ein Schädel wäre. Und hier oben ist noch die Decke, Leute, auch in so einem Metalllook, steinig. Und hier sind auch überall noch solche Rohre, Digga. Sieht eigentlich ganz geil aus. Hier haben wir noch so ein abstraktes Bild. Und hier das Bett. Ich habe wirklich auch sehr, sehr gut geschlafen. Das kann man auch noch hier mit den Vorhängen theoretisch so zumachen. Da ist auch noch ein zweiter Fernseher. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar Bademantel, die rumhängen, denn ich war gestern Abend noch in der Sauna. Ich komme gerade vom Sport, Freunde, und schaut mal, hier auf der Dachterrasse ist einfach der Saunabereich, so outdoor. Die natürliche Kälte bekommt man direkt ab. Da in der Kabine kann man sich umziehen oder man schüttet sich hier diesen kalten Eimer über den Kopf. Und hier ist dann die Sauna. Alter, hier ist auch gerade niemand. Was ist hier noch? Dampfbad wahrscheinlich, ne? Boah, wie geil. Jawohl, Leute. Gibt nichts Besseres nach dem Sport, als sich das zu gönnen. Zitronenwasser ist auch am Start. Hier kann man sich noch mit Salz so einreiben. Mega, Leute. Boah, gut durchgesweatet. Jetzt wird noch eine kleine chillige Runde geschwommen. Das sieht so geil hier aus, Leute. Schaut euch das mal an. Mit diesem Panorama sogar. Eieieiei. Und mein Zimmer ist quasi auf der 5. Etage hier oben. Und hier ist noch eine Bar, da kann man sich auch noch Getränke bestellen. Top. Und zu guter Letzt, ich fühle mich wirklich wieder wie ein Immobilienmakler, haben wir hier noch eine Dusche, Leute. Die hat eigentlich auch ziemlich viel Charme, weil man muss hier zum Beispiel den Vorhang selber so einstellen, Digga, damit das Wasser nicht spritzt. Und ja, hier noch die Keramik, Digga. Perfekt. Oh, lol. Das habe ich erst jetzt gesehen, Digga. Hier ist auch noch so ein Telefon, Digga, so auf Oldschool angelegt, wo man eine Rezeption callen kann. Ihr seid solche Frechfratze, welche Memes mir in den letzten 2 Tagen alles wieder zugeschickt worden sind. Da
Das muss ich euch auch unbedingt noch zeigen. Ich war so impressed gestern Abend vom Gym hier. Hier ging gestern Abend so die Post ab, Leute. Das habe ich so in einem Hotel noch nie gesehen, Digga. Weil hier ist einfach ein Boxring. Endkrass. Schau mal, hier sind auch voll viele Bilder überall an den Wänden. Anscheinend haben hier auch schon so viele Kickboxer und so trainiert. Hier, glaube ich, auch in ein, zwei Fußballtrikots. Ich sag's euch, hier waren gestern bestimmt 20, 30 Frauen, die alle gemeinsam Boxtraining hatten. Ja, Leute, soll ich auch mal gegen den YouTuber boxen oder was? Beim nächsten Fighting-Event? Gegen Marcel oder so. Marcel, nimm Einladung an. Oh, ey, da ist ein Man United-Trikot sogar. Ach so, das ist ein Nationalmannschaftstrikot. Oh Gott, bin ich lost. Hier auf jeden Fall noch. Thanks for the great book. Best wishes. Oh, ich erkenne die Unterschrift nicht. Auf jeden Fall für ein Hotel-Gym. Richtig geil, Digga. Da habe ich gestern meine Übungen gemacht. Erster Stopp. Wir gehen jetzt erstmal etwas frühstücken in so einer Bäckerei, Leute. Die sind ja hier auch richtig gut und berühmt. Und danach wahrscheinlich schauen wir da bei diesem Schloss vorbei. Ich freue mich heute auf den Tag, ein neues Stadion zu erkunden, eine neue Stadt, beste Leben. Das sieht voll geil aus, wie hier unter diesen ganzen Bögen überall solche Graffiti sind. Ich sag's euch, meine Finger frieren hier ab. Ich glaube, ich muss mir Handschuhe kaufen. Aber mein erster Eindruck, es sieht hier schon insgesamt sehr deutsch aus. Also man merkt, dass die Nachbar von uns sind. Aber auch die Sprache hier, die sagen nicht Werkstatt, sondern Werkstätt. Aber wirklich genauso habe ich mir Kopenhagen auch vorgestellt, mit diesen ganzen Backsteinen auch. Mathematisch kann sogar noch Manchester United heute weiterkommen, aber sie sind auf Schützenhilfe angewiesen im Parallelspiel. Gala gegen Kopenhagen muss unentschieden ausgehen und sie selber müssen die Bayern im Old Trafford schlagen. Also unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ach, ist das eine Schule? Nee, Digga, das ist doch keine Schule. Doch, da sind Kinder mit Schulranzen. Krass. Boah, der Taycan sieht aber geil aus hier mit der Mattfolierung. Hier wohnen Privatleute und die haben einfach solche zwei Skulpturen bei ihrem Eingang. Digga, das sieht voll scary aus. 120 Leute. Ja, hier ist echt ein Schulhof. Lol. Ah, okay, wir befinden uns auch schon direkt in der Einkaufsstraße, Digga. Das ist hier die Altstadt und das Café, was ich mir ausgesucht habe, heißt Democratic Coffee Bar. So, suchen wir uns jetzt ein paar Brötchen aus, einen leckeren Kaffee, Digga. Boah, die Croissants riechen ja hier schon mal anders heftig. Boah, uiuiui, Digga. Boah, das sieht aus wie so ein kleines Krokodil, Mann. Boah, bitte schnapp mir das keiner weg, das ist noch eins übrig. Oha, Leute, wie viele arbeiten denn bitte hier mit Laptop? Hä, Digga, bin ich auf einmal in so einer Mall oder was? Oder ich bin in einem Bücherladen, keine Ahnung. Hier ist eine andere Währung, wundert euch nicht, Leute. Ein Cappuccino kostet nicht 45 Euro. Und schaut mal, Hafermilch heißt hier Havremilk. Und das ist meine Ausbeute. Ein normales Croissant, dann eins mit so einer Zimtglasur, glaube ich, ist das. Und noch eins mit Schinkenkäse, das haben sie sogar noch extra erhitzt. Das probiere ich jetzt als erstes. Erstmal den Kaffee. Solide. Der Käse ist brutal und auch sehr gute Konsistenz vom Croissant. Ich probiere jetzt noch direkt das Süße. Boah, wow, drin ist sogar auch noch Zimt. Das ist wie so eine Zimtschnecke. Boah, wow, das ist heftig. Das ist ein 10. Schaut euch mal Agueros Friseurtuch an. Ey, fühle ich mal, will ich auch haben. Bisher ist aber eigentlich alles noch sehr ruhig in Innenstadt. Also ich habe noch keine Gala-Fans entdecken können. Schon mal, das ist auch so eine kleine Uhr noch, Leute. Aber die Innenstadt gefällt mir sehr, sehr gut. Stehen hier Lakagen, Husset, Doppelgänger. Also ein deutscher Laden, was? Oha, so auf Altherren-Style angelehnt, oder wie? Shawarma Factory gibt's ja auch. Ich habe aber Ozan gerade eben schon geschrieben, Grüße gehen an dich raus, Brudi. Er hat mir den Standort verraten, wo die Gala-Fans sich nachher treffen werden. Da versuchen wir auch vorbeizuschauen. Alright, wir sind jetzt gleich bei diesem Schloss da vorne angekommen. Das sieht ja aber auch aus, als ob wir hier in so einem Gefängnis entlang laufen. Da fehlt nur noch oben der Stacheldraht. Und da ist es auch schon. Das Schloss Rosenburg. Sieht schon nice aus. Bin ich gespannt, ob Gala heute diese Festung einnehmen wird. Da patrouilliert sogar einer von der Armee, Leute. Also es wird so richtig überwacht. Oha, Digga, da sind voll viele von denen. Schaut mal. Das sind alles Soldaten. Hier ist noch so ein kleiner Fluss. So zwei Löwen, Digga, vor dem Tor. Okay. Junge, was ist das kalt hier? Wenn wir schon mal hier sind, ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft, damit wir es uns auch von innen anschauen können. Oha, wie geil sieht denn hier direkt die Decke aus hier im Flur und diese Lampen auch noch dazu. Okay, ich darf jetzt hier in den ersten Raum schauen. Ist doch voll entspannt hier, ist voll wenig los, Alter. Digga, was ist das? Was ist für eine kranke Watch? Und wer ist das? Cäsar oder was? Oh, ich liebe solche Sachen zu erkunden, gell? Auch diese ganzen alten Säulen und diese Fenster. Und das hier war damals ein Arbeitszimmer. Hier ist leider so eine Absperrung, ich kann nicht hier näher ran. Schau mal, alles aus Gold, wo die Tischplatte dann so ausgeklappt wurde. Wahrscheinlich von diesem Dude hier. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ihn kennt. So, was haben wir hier noch? So ein Kamin. Hier noch so ein Hirsch an der Wand. Ein Bild. Ein kleiner Hund. Okay. Ich glaube, das ist ein Kind, oder?
Stecker. Der Hund hat ja einige Bilder bekommen von denen. Wie aufwendig haben die damals eigentlich alles gebaut? Da ist auch noch die alte Kleidung da. Ich glaube, Dänemark hat ja, oder bis heute haben die doch, glaube ich, noch einen König, oder? Bin ich lost? Hier ist auch noch so eine Decke, Mann. Schau mal an. Boah. Hier ist auch noch so ein kleiner Raum. Sieht irgendwie so ein bisschen gruselig aus, gell? Mit diesen uralten Fliesen. Okay, und was ist hier? Ach, das ist eine Toilette. Lol. Das war damals die Toilette, Digga. Das kenne ich nur von der Dacia von meiner Oma, Alter, aus Kasachstan. Ein Plumpsklo. Boah, als Kind hatte ich da so Schiss reinzufallen mit meinem kleinen Po. Ist hier das Schlafzimmer jetzt, oder wie? Nee, auch wieder so ein Arbeitszimmer. Ey, Digga, geil. Mit so einer Feder, wo die damals geschrieben haben. So eine wollte ich auch immer haben, wenn ich irgendwie Harry Potter oder so geguckt habe. Als ob das sogar noch die originalen Kaffeetassen da sind. Erinnert mich so ein bisschen hier an Schloss Versailles, Leute. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Da kann man sich ja auch das Original Schlafzimmer und so von Napoleon anschauen. Ich laufe gerade so nach vorne und auf einmal sehe ich die Dudes da hier. Die Familie in den Vitrinen. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber der Blick ist schon gruselig. Die ist ja noch viel schlimmer. Was ist denn das, Leute? Warum hat die komplett schwarze Augen, Alter? Da ist gar nichts mehr drin. Schnell weg hier. Auch dieser Raum hier, alles aus Marmor, Leute. Guck mal, der Boden, die Wände, an der Decke. Es sind auch überall so kleine Skulpturen wieder. Allein dieser Spiegel schon wieder. Da oben mit dieser Krone. Jetzt können wir noch nach oben ins Schloss gehen. Weiter geht's. Ey, wie groß ist das bitte hier alles? Boah, der nächste Riesensaal. Ich glaube, langsam sprengt das den Rahmen vom Video, Leute. Ich würde euch am liebsten nicht alles in Details zeigen. Das ist echt geil. Die haben aber auch in jedem Raum immer einen fetten Kamin, ne? Das sieht mir hier aber nach einem Schminkzimmer aus von der Königin, oder? Dieser Tisch, safe zum Schminken. Für die ganzen Hocker, für die ganzen Dienstmädchen, die für sie gearbeitet haben, oder was? Was ist hier? Das Schloss gibt mir so langsam einen komischen Vibe. Das Zimmer hat einfach nur überall Spiegel. Für was war das? Ich bin jetzt noch eine Etage hochgelaufen. Hier haben wir noch einen königlichen Thron, Leute. Ein riesiger Saal, Digga. Nicht schlecht, der spricht. Aber diese Löwen sind doch niemals aus purem echten Gold, oder? Gestört. Was ist denn das bitte für ein Raum? Ich bin jetzt noch im Keller und hier sind die ganzen alten Gewehre ausgestellt. Diese Ritterrüstung, alte Schwerter, Gold, die ganzen riesen Weinfässer. Und hier ist noch der Raum der Kronjuwelen, abgesichert mit so einer fetten Tresortür. Boah, boah, wie das Schwert da am Glänzen ist. Was sind denn das bitte für riesige, einzelne diamantene Baguette-Steine teilweise. Boah, diese ganzen Teile da, die sehen so heftig aus. Okay, und hier ist, glaube ich, die Hauptausstellung. Das Collier auch von der Königin. Boah, wie viel Karat hat denn bitte diese Kette alleine? Okay, jetzt reicht's auch mit Schloss-Content, wir gehen wieder raus. Nächster Zwischenstopp, wir laufen jetzt zu dem Kastell. Der sieht von oben aus wie so ein kleiner Stern. Der liegt auch direkt am Fluss, Leute. Galatasaray. Da ist die nächste Schule. Schau mal, das ist ein Gymnasium. Wie heftig sieht denn das bitte aus? Heute lade ich übrigens ein richtig cooles Instagram-Bild hoch, wie ich quasi als Taxifahrer die Spieler Richtung Wembley fahre, weil dort findet dieses Jahr das Finale statt. Auf der Rückbank ist da noch der Champions-League-Pokal, Leute. Und in den Wolken sogar noch als Easter Egg versteckt. Leipzig, Dortmund und Bayern haben es in die K.O.-Phase geschafft und Union Berlin muss leider die Koffer packen. Lol, das erinnert mich jetzt hier voll an Liverpool, wo jedes Haus quasi gleich aussieht. So ein Arbeiterviertel. Morgen fahre ich ja dann von hier direkt weiter nach Dortmund 8 Stunden lang mit dem Zug und ich bin so gespannt. Es kann nämlich wirklich sein, dass der BVB morgen PSG in die Europa League schießt. Ey, Digga, wie viele Leute fahren hier eigentlich Fahrrad? Ey, Leute, meine Mutter hat einfach die Messi-Store-Jacke angezogen. Geil. Und das ist für mich ja auch ganz typisch Skandinavien. Hier diese alten Windmühlen, Leute. Ich muss jetzt hier einmal über die Brücke rushen. Von dort haben wir einen ganz coolen Blick. Da ist auch noch so eine Statue mit einem Gewehr. Ich aktiviere heute mal anders den Touri-Modus. So, jetzt müssen wir noch hier durch den Tunnel durch. Jetzt verstehe ich's. Das war hier eine uralte Militärbasis. Und deswegen stehen hier auch solche alten Kanonen. Und direkt daneben einfach voll das moderne Penthouse. Direkt am Wasser da drüben. Die nächste Kanone. Aber echt geil hier mit dem Wasser. Ich hoffe, ich erkälte mich nicht, weil ich muss jetzt 2,9 Kilometer zurücklaufen zum Rathusplatzen. Das ist der Rathausplatz. Und da sind die Galler-Leute. Da stehen auch wieder zwei von der Armee. Also ich kann mir wirklich vorstellen, das ist hier so ein Viertel, wo die Soldaten übernachten oder früher geschlafen haben. Hier ist auch noch so eine Gedenktafel mit ganz vielen Namen und Feuer brennt.
Es ist so deprimierend. Ich habe gefühlt erst vorhin gefrühstückt und es ist jetzt schon fast dunkel. Galatasaray! Sid ist auch im Start, Leute. Er will Kopenhagen sehen. Schaut mal, hier ist so eine heftige Kunstausstellung. Schaut euch mal diese Vase an. Schaut schon freaky aus. Fancy meine ich. Ach, Digga, scheiß drauf. Hier werden so Umhänge ausgestellt. Das ist der von Harry Potter oder was, wo man drunter unsichtbar wird. Winkelgasse! Maxi hat mich angestiftet. Hier haben wir auch noch so eine riesen Kuppel, Leute. Es geht denn jetzt ab, Leute? Ich hoffe wirklich nicht, dass das eine echte Kuh ist oder echtes Fell. Da ist auf jeden Fall noch ein Fuchs, aber der sieht schon echt sehr real aus. Ich glaube, das ist irgend so ein Jägerladen. Guck mal, da hängt einfach eine Ente an seiner Schulter. Digga, wie lost bin ich eigentlich? Das war doch keine Kuh, Alter. Ich meine natürlich ein Hirsch oder ein Reh. Whatever, ich bin so lost, was Tiere angeht. Da ist auch noch so ein kleiner Palast am Start. Und hier in dem Hotel wird man von Nussknackern begrüßt. Na, da hinten ist auch noch einer. Ja, moin. Mir ist gerade eben aufgefallen, mein Bart schmeckt einfach noch nach dem Zimt vom Croissant. Okay, bei Nacht ist die Stadt noch viel schöner hier mit der ganzen Weihnachtsdeko. Hier ist auch noch so ein kleiner chilliger Markt. Boah, es riecht hier überall so nice. Wird auch hier so ein Bild auf der Wand projiziert. Sieht krass aus, aber jetzt kommt es noch heftiger, Leute. Schaut mal, das ist einfach ein riesen Teddybär aus Lichterketten. Wahnsinn. Und dieses Haus auch richtig schön mit den blauen Lampen. Ist auch alles verziert. Rolex Store noch am Stüssel, Weihnachtsbaum. Digga, wow. Ach so, hier ist einfach eine Eisbahn, Digga. Von Chanel. Hä? Was geht hier ab? Das ist, glaube ich, das teuerste Hotel der Stadt. Aber richtig geile Idee da mit den Eiszapfen in Blau. Und ein Schlitten noch mit ganz vielen Geschenken. Rentiere auch. Jetzt weiß ich's, da waren wir heute Mittag bei der Seitengasse. Jetzt sind aber die ganzen Lichterketten an. Da war die Bäckerei. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey, da ist eine kleine Eisbärenfamilie. Oh mein Gott, es gibt hier kleine Mini-Crabs. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie geil ist das noch mit Nutella? Oh, ich will jetzt echt nicht meinen Magen aber ausreizen. Und hier auch nochmal zwei Rentiere aus Lichterketten. Das ist ja auch eine 10 von 10. Das Restaurant sieht aber auch voll gemütlich aus. Hier mit den ganzen Feuerstellen noch. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei den Gala-Fans. Da ist auch schon die erste kleine Gruppe. Digga, da ist einfach der Weihnachtsmann. Wie anders krass riechen hier eigentlich diese Nüsse und Mandeln. Das ist ein Spielzeugladen, Digga. Erstmal einen Nimbus 2000 gönnen. Endlich sind wir da, direkt hier vom Riesenrathaus. Und da sind auch schon ganz viele Gala-Fans, Leute. Ich habe gerade eben schon mit einem Zuschauer geschnackt. Der meinte, die Ultras kommen aber erst so eine Stunde mit 4-5 Bussen angereist. Und dann geht hier richtig die Post ab. Ich werde auf jeden Fall warten. Ja, da geht aber trotzdem schon der erste Pyro an. Sorry. Can I ask you for YouTube for your prediction? Like score? Yes. Yeah? I think 3-1. Galatasaray. 3-1? Yeah. Okay, good luck, yeah? <Thank you. laughs> Habibis, was tippt ihr? Also, ich sag 2-0. Ich sag 2-1 für Gala. Okay, seid ihr confident? Ja, auf jeden Fall. Achtelfinale winkt. Inshallah. Inshallah. Ciao, Jungs. Ciao. Boah, was tipp ich? 3-2 Gala. Manuel aus Österreich, Leute, hat mir hier einfach diesen Schal mitgebracht und schenkt ihn mir. Kuss, Bruder. Und da ist die Legende. Come on. Let's go. Hey, Theo. How are you, man? Yeah, it's long time no see with this man. How are you doing? You good? Very good. Yeah, very good as well. It's nice to be here. Copenhagen. Whoa. Okay. Ultras are coming, bro. They're coming, bro. Scary times. Hey. This guy, he's looking for you all day. Ah, really? Are you together here? I've been trying to help him find Visca Bosa. Das ist Deutsch? Ja. Ach so, Digga, ja, komm, was geht ab? Alles klar? Ja, Gala-Fan. Ja. Mashallah. Da wurde einfach gerade ein Feuerwerk gestartet. Zack. Wo ist die nächste Rakete? Jawohl. My prediction is 2-0. Yeah. First goal Zaha, second goal Kerem Aktürkoğlu with Icardi assist. Okay. Hey. I would say 2-0, but two goals from Icardi, I say. Yeah. Nice. Oh, oi, da ist der nächste weiße Pyro. Theo, what is your prediction today? Today, I fully believe Copenhagen are going out. 1-2, away end scenes for the Turkish team. They're going through tonight. So Galatasaray in the knockout stage. Zaha will score last minute winner. Remember, okay. I say that, remember. Ultra Aslan. Und da sind die nächsten auch Fackeln in Vereinsfarben. Aber bisher alles sehr friedlich. These guys are crazy, man. But it's not like chaotic, you know? The people behave well. They're having a song. Oh. Oh, next pyro for you. Boah, wie geil sieht das aus, Leute, hier noch mit dem Weihnachtsbaum. Okay, jetzt sind immer mehr Ultras da, Leute. Jetzt geht's hier richtig ab mit den Pyros.
dir? Wow! Alter, da wurde ganz safe ein Böller im Gully gezündet. Oh mein Gott! These fans are insane, bro. Oh mein Gott, it's crazy! Oh, it's crazy! They're crazy, bro. Wow, wow, wow! Schau mal, da haben auch ganz viele von den Masken an. So many of them wear masks, bro. All of them. Yeah. Look, 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 fireworks. Again. Wow. Bro, I didn't even know about this. Gänsehaut jetzt schon. Theo fühlt so heftig an. Kann ich dich nach einem Tipp fragen? Ja, natürlich, komm. Stadionblocks, aber auf Türkisch. Oha, Digga, der türkische Whiskerwasser. Und der kleine Fanmarsch beginnt jetzt hier. Ja gut, was heißt klein, Digga? Und sie singen schon, we are the best Galatasaray. Wow, 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 wow. Theo, dieser... Ja, ja, ja. Wow, Digga, die feiern schon Silvester hier in Kopenhagen. Was eine Party. Ich fühle das jetzt schon, das wird eine ganz besondere UEFA Champions League Nacht. Willkommen zurück, Leute. Ich esse jetzt noch ganz schnell Reis hier und Lachsfilet mit so schwarzen Blättern, Digga. Da ist auch so eine süßliche Soße drauf, schmeckt richtig abgefahren. Ich habe das gestern Abend schon gegessen. Mm. Brutal lecker. Safe eine 9 und dann gehen wir gleich zum Spiel. Also ich habe bei mir im Hotel gegessen. Ich habe sogar noch mal geschafft, in die Sauna zu gehen, weil mir war so kalt, Leute. Ich war insgesamt 5 Stunden oder so draußen. Ich bin jetzt schon im Taxi, Leute, und die Aufstellungen sind draußen. Icardi spielt von Anfang an. Wow. Tone aka Icardi 2.0 drückt auch Galadier Daumen. Wusstet ihr eigentlich, dass ich mal zu Pandemiezeiten Icardi getroffen habe im Disneyland? Sogar unter seiner Haube habe ich ihn erkannt und trotz Maske. Und da sind wir auch schon, das Stadion von Kopenhagen. Sieht irgendwie von außen so aus wie so ein riesiges Hotel. Sucht jemand von euch nach einer Pepsi-Flasche, Digga? Ich muss mich jetzt hier einmal durch die Menschenmasse durchboxen, durch die Security-Checks. Das sind die ganzen Übertragungs-LKWs, Leute, vom Fernsehen. Wer wird es ins Achtelfinale schaffen von den Mannschaften? Bayern ist safe schon mal weiter. Ansonsten ist alles möglich. Hier ist der VIP-Eingang. Ich habe heute aber ein ganz normales Ticket. Das war übrigens arschteuer, 600 Euro fast. Und ich sitze ganz oben in der Nordtribüne. Ich muss doch bei dem Eingang hier rein, Leute. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst, ne? Weil es sind alle schon drin. Hier steht niemand mehr. Nicht, dass ich genau über den Kopenhagen-Ultras sitze. Und deswegen sind alle schon drinnen. Hier ist hier doch eins weiter. Ist hier ein zweiter. Ey, Leute, auf meinem Ticket steht keine genaue Reihe und Sitzplatz. Ich bin anscheinend wirklich bei den Ultras. Da kann ich natürlich jetzt nicht mitten rein, ne? Ja? Film und so, ich werde jetzt einfach irgendwo am Rand mich hinstellen. Oh mein Gott, die ganze Wickelkurve. Ey, ich muss irgendwo, da muss niemand stören. Erster Blick ins Stadion. Da hinten sind die Auswärtsfans. Alles voll mit Gala-Leuten. Oh mein Gott, hier wird ja eine geisteskranke Stimmung sein. Das ist ja so wie die gelbe Wand in Dortmund. So endsteil auch, gell? Krank, krank, krank. Okay, ich suche mir mal irgendwo einen Platz da oben. Aber die Ultra-Ultras, die sind wahrscheinlich eh ganz unten. Okay, ich habe einen Einheimischen gefragt, der meinte, hier ist freie Platzwahl auf jeden Fall, aber ich soll mir keine Sorgen machen, weil hier oben ist eigentlich sehr safe. Ich habe so einen weißen Anzug bekommen, das muss man das ganze Spiel lang hier tragen, Digga. So eine Special Choreo haben die dänischen Fans hier vorbereitet, aber die meinten, die ziehen das auch nicht aus, also die lassen es die ganze Zeit an. What the fuck, das habe ich noch nie erlebt. Also, falls Gala ein Tor schießt, kann ich hier auf jeden Fall nicht jubeln, Leute. Ich bin jetzt hier mitgefangen im Block. Ich blende euch auf jeden Fall Bilder ein, Freunde, wie die Choreo aussieht von der seitlichen Tribüne. Das muss bestimmt richtig nice sein. Alle in Weiß. Guck mal, wie heftig, Alter. Wow, wow, wow. Und die Lichter gehen aus im Stadion. Das Game wurde übrigens als Hochrisikospiel eingestuft. Deswegen wurde hier extra Platz gelassen zwischen den Gala und den Kopenhagen-Fans. Die Kopenhagen-Hymne wird abgespielt. Das habe ich ja sowas von nicht erwartet. Oh mein Gott, was geht denn da hinten schon ab im Auswärtsblock? Alle am Springen. Unglaubliche Atmosphäre. Das habe ich verstanden. FC Kopenhagen. Ich höre gar nicht die türkischen Fans hier, Leute.
Weil sobald die anfangen anzufeuern, dann fangen die das Pfeifen an. Oh, die Mannschaft kommt rein. Der Banner wird hochgehalten. Alter! Hier wird schon was hochgehalten, Leute. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein von der Choreo. Nicht alle haben aber so ein blaues Pfeil bekommen. Es muss irgendein Muster hier ergeben. Solche in Anführungsstrichen kleinen Mannschaftsleute hat man gar nicht auf dem Zettel, was die hier für eine Stimmung haben. Aber guckt euch das an. Jede einzelne Minute, jede Erfahrung. Ich sag's ja, ich muss öfter solche kleinen Mannschaften besuchen, Freunde. Aber schaut mal, Digga, was hier für eine Atmosphäre am Start ist. Kadi, als allerletztes. Die Gala-Fans wie immer mit ihrem Anpfiff-Ritual. Boah, wie krank, Digga. Wie die Kohle immer hochhalten. Ganz ehrlich, Leute, ich habe zwar getippt, Gala kommt weiter, aber mit dieser Atmosphäre, mit dem 12. Mann, ist alles möglich. Und wer hätte das gedacht, dass vielleicht Kopenhagen in dieser Gruppe gegen diese Konkurrenten besteht? Zaha. Kein Foul, Schiri lässt weiterlaufen. Was? Oi, oi, oi. Alter, wie laufen falsch die? Digga, wie laufen die Dänen bitte? Junge! Come on, FC, scheinen sie. Kopenhagen spielt sehr gut in den Anfangsminuten. Gala mit viel Ballverlust. Oh! Boah, was eine Chance, 8. Spielminute. Digga, denkt dran, falls Bayern nicht verliert gegen Man United, reicht Kopenhagen hier auch ein Unentschieden. Da haben vielleicht gerade 20, 30 Zentimeter gefehlt. Auch scharf. Halbzeit schon. Oh Leute, sehr chancenarme erste Halbzeit. Gala setzt auch kaum Offensivakzente. Das Spiel ist geprägt durch viele Zweikämpfe. Ja, das werden schon Tore sein, Freunde. Früher oder später 100%. Weil Gala muss irgendwann ins Risiko gehen. Im Parallelspiel steht es nämlich auch 0-0. Das bedeutet, wenn alles so bleiben würde, wäre Kopenhagen im Achtelfinale und Gala in der Europa League. Jetzt vielleicht. Ja! Verdient, Kopenhagen investiert ein wenig mehr, aber ich sag's euch ehrlich, vom Niveau her ist das hier ein sehr schlechtes Champions-League-Spiel, aber das wird den Leuten hier scheißegal sein, denn sie führen mit 1-0 und Gala braucht 2 Tore. Und da wird Führung gezündet. Union Berlin führt 1-0 gegen Real. Jetzt vielleicht mal. Oh mein Gott. Nein. No joke, das war fast die gefährlichste Aktion des Spiels von Gala bisher. 25 Minuten noch circa. Ziyech ist jetzt in der Partie. Vielleicht kann der noch etwas ändern. Und da ist er, Hakim Ziyech. Flanke. Kommt sogar an. Ziyech immer noch frei. Er kriegt wieder die Kugel. Flanke. Das wäre die Vorentscheidung gewesen. Kann man sehr frei zum Kopfball. Fällt safe noch mindestens ein Tor. Entweder 2-0 oder 1-1 und dann vielleicht noch mehr. Ich glaube, das war die beste Chance. Oh mein Gott! Und Bayern hat das 1-0 geschossen! Guckt er den mal gezeigt auf der Anzeigetafel! Melde Leute im Rückstand, das ist natürlich noch besser für Kopenhagen. Also jetzt muss auf jeden Fall Gala gewinnen. Also jetzt würde selbst unentschieden Kopenhagen reichen. Gala braucht 2 Tore, Freunde. Ein kleines Fußballwunder. Oder wird es vorher schon beendet? Sehe ich. Der kommt. Oh. 2-0. Sechs Minuten noch, kurz Nachspielzeit. Also, wir tun Real Talk, die Gala-Fans da drüben leid.
sind fast alle jetzt auch schon verstummt. Ein so dermaßen schwacher Auftritt von Galatasaray. Die haben sich viel mehr vorgenommen, aber die bringen es einfach 0,0 auf den Platz. Gala braucht jetzt sofort ein Tor. Sonst schaffen sie es gar nicht mehr zeitlich, zwei Dinger zu erzielen. Es muss jetzt klingeln. Und zwar ganz schnell. 90. Minute hat jetzt angefangen. Oh mein Gott, alles ist frei auf der anderen Seite. Was der Grätsche! Boah, das hätten die besser zu Ende spielen können, aber er war zu langsam, die Nummer 9. Macht doch schneller, ihr habt keine Zeit mehr! Die müssen abschließen! Ziech! Oh! Ecke, Ecke! Krass, der war so noch dran! Oh oh, oh oh, oh oh! Oh! Die werfen alles rein! Wow! Er wird so bejubelt! Schau mal, schau mal! 3:2 für Real gegen Union. Meine Güte, da sind viele Tore gefallen. Er rutscht durch. Ihr müsst schießen. Ja. Er hält doch mal! Oh, Torrufen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert da? Nee. Gala, wach doch mal ganz spät auf. Aber ganz ehrlich, so wie die Dänen sich gerade reingeworfen haben, haben sie es einfach verdient. Ich meine, 1-1 hätte denen auch gereicht. Das war's. Er fällt gleich ab. Das war's. Kirsch, tröste dein Team, Kameraden. Und die Kopenhagen-Spieler feiern. Ey, der Boden wackelt hier! Schade, Leute. Ich habe wirklich auf ein torreicheres Spiel gehofft. Es fängt sogar leicht an zu schneien. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Stadt heute zu erkunden und diese Fans hier einmal live mitzuerleben. Und Kopf hoch an die Gala-Fans. Ihr habt eigentlich eine sehr geile Gruppenphase gespielt, aber heute war es leider ein bisschen zu wenig. Hey, it's you! Hey, hi! Oh, how are you doing here? Hey, yeah, I'm here, come on, bro. Yeah, good. Can I be in the vlog? Yeah, of course. Hello! Congratulations! FC Copenhagen, thank you! Also, bewerben kommt nicht vergessen, haut rein. Ciao!